Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Elder Scrolls Online. Wir sind hier in Karkstein, aber wir machen heute nichts in Karkstein. Ich habe hier nur vor, meine Handwerksschriebe abzugeben und gönne euch mal einen kurzen Rundblick. Wir haben heute den 20.04.2018. Momentan läuft ein Jubiläumsevent für das dreijährige Jubiläum des Spiels. Und dafür gibt es für Tagesquests besondere Belohnungen. Deswegen fange ich auch hier an. Also für Tagesquests aller Art bekommt ihr, ihr werdet es gleich sehen. Ich habe das hier alle so, die Tagesquests heute schon mal mit ihr gemacht. Die Waren in die Kiste legen. Dann bekommen wir das Übliche hier. Und wenn wir mal gucken, sind hier Geschenkkisten zum Jubiläum mit dazu. Ja, die es sonst nicht gibt. Ja, hier könnt ihr das nochmal sehen. Auch hier nochmal Geschenkkiste zum Jubiläum. Außerdem, also ihr bekommt die für Tagesquests aller Art momentan. Die hatten das Event auch verlängert, weil es technische Probleme und Serverschwierigkeiten gab. Deswegen haben sie es um eine Woche verlängert. Ja, nur mal so. In Quatsch in der Arena. Das sind Tagesquests zum Beispiel. Da könnt, aber auch in der dunklen Bruderschaft. Diese Kontrakte sind Tagesquests. Also ich habe immer mit der, in der Arena gekämpft. Ich habe ja genügend Chars. Deswegen habe ich hier die Aufgaben genommen, die mir am wenigsten Aufwand macht. Ihr bekommt in Quatsch dann also entweder einen Arena-Kampf oder ihr müsst hierher und eine andere Aufgabe machen. Es gibt hier nur zwei Aufgaben für Quatsch. Außerdem in Frage kommen hier an Abbas Landung die Quests der Diebesgilde. Da müsst ihr dann entweder hier einen Verlobungsring holen, hier müsst ihr Sklaven befreien und noch irgendwas aus dem Sack holen. Dann hier müsst ihr Perlen befreien und eine Riesenlamie bekämpfen. Also die Lamie müsst ihr nicht unbedingt bekämpfen, um die Aufgabe zu erlösen. Und hier müsst ihr eine Seemannspfeife holen. Also das sind die Aufgaben, die hier zu kommen. Und außerdem noch die Beutezüge der Diebesgilde. Also die wären relativ leicht zu machen. Und für die täglichen Handwerksschriebe gibt es die auch. Jetzt gucken wir mal, was es da drin gibt. Deswegen starte ich ja eigentlich hier, um euch das mal zu zeigen. Das ist das übliche Zeug. Dann das hier war für die Goldfristen Tageskontrakt. Und ja, Schneiderhandtasche, das ist das Handwerksmaterial für meine Schriebe. Und dann habe ich jetzt hier 4 Kisten vorbereitet. Da kann alles Mögliche drin sein. Also schauen wir mal, was wir haben. Ja, hier zum Beispiel ein Handwerksstil, 22 Keulen von Trinimac. Das ist zufällig, das kann es ist auch nicht jedes Mal ein Handwerksstil drin, wie wir wahrscheinlich gleich sehen werden. Dann hier ist mal beflecktes Blut drin, also etwas selteneres Handwerksmaterial. Da haben wir nochmal ein Handwerksstil 30, Schwerter der Morak Tong. Also total zufällig, ich wüsste jetzt gar nicht genau, wo ich nach diesen Dingern suchen sollte. Und dann Anleitung, Urschalttafel, das ist ein Möbelstück. Da kann ich euch mal die Vorschau zeigen. Moment hier. Beziehungsweise hat sie das schon gelernt? Wenn nicht, lernt sie das jetzt, weil das Ding habe ich jetzt bestimmt 5-mal bekommen oder so. Oder wenn nicht sogar häufiger. Es kommt relativ häufig. Wir schauen es uns mal an. Das ist also dieses Ding hier. Da gibt es sogar eine Vorschau in mit zwei Schalterstellungen, einmal aktiv. Und wenn ich jetzt draufklicke, so schaut das Ding deaktiviert aus. Ja. Und oh, das können sie alle bauen. Das habe ich sie alle lernen lassen, weil das Ding so oft kam. Ich weiß auch nicht, es ist überdurchschnittlich oft gekommen, das Ding. Es dürfte auch nicht viel wert sein. Schauen wir mal, was die Statistik. 1389 ist es wert. Ja, das ist mehr, als ich erwartet habe. Weil es halt so oft kommt. Ansonsten, also ich habe auf diese Weise eine Menge schöne Stile bekommen, die sonst eher selten wären. Zum Beispiel die Keulen des Wurmkults sind auch, also alles, da kann alles drin sein. So, wollte ich euch nur mal zeigen. Wir gehen jetzt wieder in die Stadt der Uhrwerke und machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und es gibt auch einen neuen Kuchen, den möchte ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Und zwar einen Kuchen mit 3 Etagen. Fürs erste Jubiläum gab es einen Kuchen mit 1 Etage, fürs zweite mit 2 Etagen. Und ja,
Das ist also der Kuchen für das dritte Jubiläumskuchen zum Jahrestag. Und ja, ich bräuchte das eigentlich jetzt nicht mehr machen, nicht mit Velaya, die ist ja schon ausgelevelt. Aber hier bekomme ich jetzt 100% Erfahrungsgewinn. Jeglichen Erfahrungsgewinn, ja. Aber die ist ja eigentlich schon in allen auf Maximum, deswegen wird sie, und 840, ob ich jetzt 840 oder 1000 Champion-Punkte habe, ist gerade egal. Also, ich kann sie sowieso nicht alle einsetzen, deswegen mache ich das nicht. So, wir gehen jetzt mal in die Stadt der Uhrwerke und machen da weiter, wo wir aufgehört haben, das letzte Mal. Irgendwo hier. Messingfeste. Aber das wollte ich euch einfach mal zeigen, auch als Erinnerung an das dritte Jubiläum. Sollte man ja auch ein bisschen würdigen. Ist ja doch so eine Art Feier, ne? Feiertag, Feierwoche oder so. Für ESO-Spieler sowas ähnliches wie, was weiß ich, Ostern, keine Ahnung. Ja, okay, das trifft's nicht, aber ihr wisst, was ich meine. 3 Jahre Elder Scrolls Online. Ja, und ich filme vom ersten Tag an, sogar schon in der Beta-Phase habe ich gefilmt. Gibt's eine eigene Playlist, da könnt ihr mal sehen, wie das Spiel in der Beta-Phase ausgeschaut hat, wenn ihr das sehen wollt. Das war dann nach dem Ende der Geheimhaltungsphase. Ich habe schon vorher gespielt, aber da musste man eine Geheimhaltungsklausel unterschreiben und dürfte das nicht veröffentlichen, das Material. Also dürfte nichts nach außen dringen lassen. So, ich brauche jetzt statt der Uhrwerke der Vorläufer. Achso, das ist, habe ich nebenbei gemacht. Das ist eine relativ aufwendige Sache. Ich habe eine Ankündigung von Geselle Zanon gesehen, die um Unterstützung bei der Rekonstruktion eines Faktoriums bietet. Eine Belohnung wird im Gegenzug dafür ausgesetzt, dass man ihm hilft, fehlende Bauteile zu suchen. Ja, der Kopf des Faktoriums wiederholte mehrfach eine Botschaft, in der er erwähnte, wo sein Integral der Erinnerung zu finden ist. Ich sollte in die mnemonische Planisphäre gehen, um die fehlende Komponente zu suchen. Mir fehlt nur noch ein Teil davon, ich zeige euch das mal kurz im Inventar. Allerdings muss ich dazu in der... Hier, das sind die Teile, linke Hand, linker Arm des Konstrukts und so weiter, rechte Hand des Konstrukts. Dazu müsst ihr in ganz Tamriel sammeln gehen und werdet da in einige Dwemer-Höhlen geschickt. Es gibt eine Internetseite, die zeigt, wo die zu finden sind. Und mir fehlt jetzt nur noch das eine Teil, also hier ist auch die Questtafel, das ist dieses lange Dings da, vor dem Eingang dieser Festung da. Da bekommt ihr diese Quest über den Vorläufer. Und wenn ich jetzt, was hier die Tür der Uhrwerk, was, ich kann da echt rein? Ich dachte, das wird nichts. Ich dachte, ich kann da noch nicht rein, na egal. Hier müsste ich eigentlich auch die nächste Quest kriegen. Da war doch gerade ein Questmarker da, ne? Aufzug. Achso, da komme ich nicht drauf. Ja, das ist jetzt... Tja, wo geht's jetzt weiter? Was? Uhrwerk? Kliniker? Aha, der heilt wohl in gewisser Weise beschädigte Faktoren. Mir fehlt jetzt hier ein bisschen der Anschluss, aber hier irgendwo... Ich denke, ich suche das mal offscreen, sonst habe ich zu viele sinnlose Laufwege drin. Bis gleich. Jo, hat ein bisschen gedauert, bis ich das Archiv, also den Registrar wieder gefunden habe, die Registratur. Dazu musste ich einen Aufzug nehmen, wenn wir jetzt dann später hier wieder rausgehen, zeige ich euch nochmal genau, wo das ist. Ich habe es auch erst mit Hilfe meines letzten Uhrwerk-Videos gefunden, weil es so richtig, ja gut, komm, lassen wir das. Wir müssen uns unterhalten. Genau, das müssen wir. Ihr gehört nun also zu den Bürgern. Gut gemacht. Ich hörte etwas von einem Konstabler, der Leute in die Kanalisation hinabwirft.
Selbst in diesem Schrein des Wissens gelangen irgendwie sabbernde Idioten an die Macht. Lächerlich. Lassen wir das hinter uns. Ich benötige einmal mehr eure Dienste. Wieso muss ich bei der Beschreibung sabbernde Idioten an die Regierungen in unserer westlichen Welt denken? Und ich meine nicht mal Trump damit, der spielt nur den Trottel, der ist nicht so dumm. Wieso muss ich nur an unsere Bundesregierung denken? Was benötigt ihr? Lassen wir das. Es ist Zotasil. Kurz nachdem wir beide uns getrennt hatten, suchte ich ihn auf und sprach über unser dädrisches Artefakt. Ich fürchte, etwas Verrücktes geht hier vor sich. Sein Verhalten, seine Sprache, die Höhe seiner Stimme, alles hat sich verändert, wenn auch nur nahezu unmerklich. Sorry, jetzt muss ich mir den Text extra mal durchdenken, das hat mir jetzt total geflasht. Moment. Aha, dädrisches Artefakt. Ich habe das jetzt für einen Moment gar nicht mitgekriegt. Sein Verhalten, seine Sprache. Okay, ihr meint, etwas stimmt nicht mit ihm? Noch schlimmer. Anfangs hielt ich es nur für Langeweile, Müdigkeit oder sogar die ersten Anzeichen für Senilität. Doch nachdem ich es jetzt eine Weile miterleben durfte, kann ich es mit Gewissheit sagen. Das ist nicht der Zotasil, den ich kenne. Das ist ein dädrisches Unheil und wir werden ihm auf die Schliche kommen. Wie bewerkstelligen wir das? Wir werden eure so mühsam erworbene Bürgerschaft ausnutzen, um ein paar Erkundigungen einzuholen. Zunächst werde ich überall verlautbaren lassen, dass ich euch angesichts eurer jüngsten Leistungen angeboten habe, meine Gehilfin zu werden. Ein Angebot, das ihr begeistert angenommen habt. Oh ja, total begeistert. Na schön, inwiefern hilft es uns bei unserer Nachforschung in Sachen Zotasil, wenn ich eure Gehilfin werde? Als mächtigster Magier in der Messingfeste habe ich so meine Schwierigkeiten, ordentliche Unterhaltungen mit den einfachen Leuten zu führen. Sie verstummen bei meinem Herannahen und geraten ins Tuscheln, sobald ich mich wieder entferne. Eine angemessene, aber wenig Wissen zutage fördernde zur Schaustellung von Unterwürfigkeit. Also ein Problem mit Minderwertigkeitsgefühlen hat der nicht. Ihr wollt also, dass ich mit den anderen Gehilfen spreche? In der Tat. Es gilt als Binsenweisheit, dass Diener bei denen, die sie als ihresgleichen erachten, zu lautstarken Beschwerden über ihre Herren neigen. Fragt sie nach Zotasils Verhalten in jüngster Zeit. Ich bin zuversichtlich, dass wir irgendwo in ihrem rüpeligen Murren versteckt etwas von Wert auftun werden. Na gut, ich werde mit den anderen Helfern sprechen. Ihr habt natürlich Fragen. Fragt, was ihr fragen müsst. Die Kräfte, die hier am Werk sind, sind wahrlich listenreich. Ihr solltet auf alles vorbereitet sein. Na gut, ich dachte, niemand würde Zotasil wirklich kennen. Wie könnt ihr euch da so sicher sein, dass etwas nicht stimmt? Er ist unergründlich, aber auch unbeirrbar. Zil wählt jeden seiner leisen Schritte mit Bedacht, einen nach dem anderen. Wie ein Uhrwerk. Ich habe ihn noch kein einziges Mal von seinem Kurs abweichen sehen. Bis jetzt. Was? Wie ist er denn abgewichen? In der kurzen Zeit, in der wir hier sind, hat er zweimal die Patrouillenrouten in der Stadt geändert und drei Überarbeitungen der Satzung der Feste in Auftrag gegeben. Ihr könnt mir glauben, wenn ich sage, dass das beispiellose Vorgänge sind. Zotasil greift niemals so plump in einen laufenden Plan ein. Hat er noch irgendwelche andere Änderungen vorgenommen? Es ist an euch, das herauszufinden. Macht euch nicht die Mühe, mit den Mitgliedern des Kongresses zu sprechen. Varunis Glaube an Zotasil ist unerschütterlich. Kanzler Gascone verachtet jede Bedrohung für den Status quo. Und Luciana? Nun, sagen wir einfach, sie war nicht gerade hilfreich. Also total systemtreu, ne? Beharrt Aufseherin Luciana immer noch darauf, dass sie eher die Stadt verlässt? Luciana verabscheut meine Anwesenheit, doch sie ist keine Närrin. Ich gehe, wohin es mir gefällt, wann es mir gefällt. Eine offene Konfrontation zwischen uns würde wahrscheinlich Hunderte von Opfern fordern. Also macht euch darum keinen Kopf.
Sie wird unserer Untersuchung nicht im Weg stehen. Was könnt ihr mir über die anderen aus Sutasils Umfeld erzählen? Nun, ihr seid ja Varuni begegnet. Sie ist nett, ohne geistlos oder langweilig zu sein. Doch andererseits dreht sich mir bei ihrer kindlichen Treue zu Sotasil der Magen um. Ich finde religiöse Bindungen widerwärtig. Was ich von Luciana halte, ist wohl bekannt. Und was Gascone anbelangt... Wer ist Gascone? Gascone dient als Kanzler. Er gebietet Respekt, leidet aber unter der eigentümlichen Charakterschwäche, immerzu Lob zu verlangen. Anbetung gar. Eine traurige Fixation. Er verfügt über große Macht, aber es sind seine kleinlichen Obsessionen, die ihn gefährlich machen. Seid auf der Hut. Na gut, dann mal los. Also, Gehilfen fragen nach Sotasil dreimal. Okay, ich habe wahrscheinlich wieder mal den umständlichsten Zugang genommen. Gut. Also, wo sind wir hier? Karte? Ja, von da aus. Ich bin natürlich irgendwie... Ich habe einen anderen Weg genommen. Unten rum. Durch. Ich kann euch den Weg eigentlich zeigen, weil es ist eigentlich wurscht, wie ihr hier reinkommt. Hauptsache, er kommt hier rein, ne? Also nochmal Karte von hier oben aus. Das ist... Da waren wir zuerst drin. Also den Weg da lang irgendwie da hoch. Und also da drüben, da müsste eine Treppe sein. Jetzt gehen wir trotzdem nochmal den anderen Weg, den ich genommen habe. Dann seht ihr den alternativen Weg auch. Also den Aufzug da. Ich finde es schick, dass es Aufzüge gibt. Mal gucken, ob es die irgendwann mal auch fürs Haus hingibt. Für die, dass man die in die Wohnungen, in die Häuser einbauen kann. Das wäre ja mal eine Sache, oder? Aber ich glaube, das ist zu kompliziert zu realisieren. Das werden sie nicht machen können. Gibt wahrscheinlich dann nur, ist wieder nur eine Sache, die zusätzlich verbacken kann. Also, ich kann es verstehen, wenn sie das nicht machen. Wir sind hier also, ist wahrscheinlich der Zugang, den man am leichtesten findet, weil hier die Kreuzung ist, braucht man nicht lange überlegen. Einfach die Treppe rauf und dann den Aufzug nehmen. Hier, Archivbox heißt das, ne? Gut, wollte ich euch nur mal zeigen. Ich habe übrigens relativ lang gesucht. Was den Vorläufer hier betrifft, wenn ich es nicht vergesse, werde ich in die Videobeschreibung zu einer Seite verlinken, die euch zeigt, wo ihr die Teile findet. Aber ich vermute, dass es die Seite bislang nur auf Englisch gibt. Ich muss da mal nachforschen. Weil die sind total verstreut in der ganzen Welt. Also in der Alichtere Wüste waren, glaube ich, mehrere gleich. Wenn wir schon mal drüber sprechen... Ja, da gibt's ein Teil war hier drüben irgendwo. Ich weiß das jetzt nicht mehr so genau. Hier meine ich. Ich bin mir nicht sicher. Ja, auf jeden Fall hier drüben war ein Teil. Dann... Ach, ich weiß es nicht mehr. Wir sind da im Eiltempo durch. Zu zweit haben wir das gemacht. Der Partner hatte dann auch die Internetseite am Bildschirm. Und deswegen haben wir innerhalb von 2 Stunden ungefähr... auch alle Teile zusammengesammelt, weil wir uns auch nicht haben ablenken lassen. Wir sind zielstrebig durchmarschiert. Ich glaube, das hat keine 2 Stunden gedauert, dann hatten wir die Teile beisammen. Also wenn man sich nicht dauernd ablenken lässt, kriegt man das, ja, ich sag mal so, an einem Nachmittag hin. Man muss aber in der Quest hier in der Stadt der Uhrwerke weit genug fortgeschritten sein, um das letzte Teil zu erhalten, und das habe ich noch nicht. Wo bin ich denn jetzt? Wo muss ich hin? Und irgendwelche Hinweise? Ah ja, ich muss wohl Akral und sich das näher ran. Was ist das? Die Basilika. Gut, dann zeigt der Questmarker sogar mal keinen Unsinn an. Ich habe das jetzt gar nicht so richtig ernst genommen, weil ich gedacht habe, der zeigt mir den Vorläufer an. Die Quest kriegt man übrigens auch anders. Ich habe das in der letzten Folge mit den Uhrwerken, das ist jetzt glaube ich 3 Folgen her oder so, habe ich das mit Jazia auch auf andere Weise bekommen. Ich habe das sogar im Video drin gehabt. Aber wenn ihr das einfach am Questbrett annimmt, ist auch gut.
Ihr seid also diejenige, die für die weitige Hilfin in der Messingfeste spielen darf? Tut mir leid, das zu hören. Die Vorfahren von Propst Varuni stammen aus dem Haus Telvanni, genau wie die von Fürst Für. Aber ehrlich gesagt, könnten sie unterschiedlicher gar nicht sein. Wie ist es so, für Propst Varuni zu arbeiten? Nicht so schlecht, wie man es vielleicht erwarten wird. Sie ist jung. Jugend geht mit Ungeduld einher. Doch ich habe mich nie ungerecht beurteilt gefühlt und sie ist großzügig mit ihrem Lob. Ganz ehrlich, wenn ich die Wahl hätte, ob ich Varuni oder Sotasil dienen will, würde ich mich jedes Mal für Varuni entscheiden. Es ist schwierig für Sotasil zu arbeiten. Im Augenblick mehr denn je. Ich gebe nicht vor, seine Beweggründe zu verstehen, aber derart anspruchsvoll war er noch nie. Ein Beispiel. Er besteht darauf, dass wir alle Lichter herunterdrehen, bevor er einen Raum betritt. Wisst ihr, wie schwierig das ist? Man könnte dabei glatt aus der Haut fahren. Das ist ein Hinweis, der scheint lichtempfindlich zu sein. Das ist eigentlich eine Eigenschaft, die man üblicherweise Dämonen oder so zusagt, ja? Also möglicherweise Tätra. Ist das Betätigen von Schaltern denn so schwer? Ha, Schalter betätigen, der war gut. Jede Lampe hat ihren eigenen Schalter. Und manche Lampen haben gleich mehrere davon. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, steuern manche Schalter mehrere Lampen. Er ist ein Gott, ich weiß. Aber man sollte doch kein Genie sein müssen, nur um das Licht auszuschalten. Also, ich weiß nicht, schenk ihm halt meine Sonnenbrille. Vielleicht ist er damit auch zufrieden. Das klingt zum Haare raufen. Bringt mich gar nicht erst in Fahrt. Varuni verlangt vielleicht mitten in der Nacht nach irgendeinem obskuren Folianten oder Schild jemanden, weil er Öl auf dem Boden hinterlassen hat. Aber schlimmer wird es bei ihr nicht. Sotasil hat letzte Woche eine Helferin ins Exil geschickt, weil sie vergessen hatte, eine Lampe auszuschalten. Das ist wirklich seltsam, die Sache mit dem Licht, mit der Lichtempfindlichkeit. Danke, dass ihr mich das alles wissen lasst. Ich sollte mich auf den Weg machen. Richtig, richtig. Lasst euch nicht aufhalten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie anspruchsvoll die Weit für sein muss. Besser ihr als ich. Haltet eure Nase dicht über den Zahnrädern, dann kann euch nichts geschehen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss los und 2 Dutzend Schalter betätigen. Wieder einmal. Für einen Dunmer, für einen Dunkelelfen ist er relativ mitfühlend. Wenigstens bedauert er mich ein bisschen, dass ich mit die Weit für zusammenarbeiten muss, aber was hilft's? Das tut man nicht alles für YouTube. Bücherregal. Das sind übrigens die neuen Bücherregale für die Stadt der Uhrwerker. Und so schauen diese Bücher aus. Ich lasse es euch am Bildschirm, falls ihr es lesen wollt, Pause-Taste drücken und dann blätter ich mal um. Diese Bücherregale könnt ihr auch erwerben, soweit ich weiß. Also wenn die Gerüchte stimmen, dann im Kronenshop. Ich werde die jetzt wahrscheinlich auf Anhieb nicht finden. Herstellbar sind sie wohl nicht. Mir ist kein einziges Rezept in diese Richtung bekannt. Aber ich will es nicht ausschließen. Nur weil ich es nicht kenne, heißt das nicht, dass es das nicht gibt. Aber ich finde das Design schön. Dieses Tafeldesign. Da drüben ist noch eins. Schitzer und die Göttlichen. Also das alles vorzulesen, es sprengt wirklich den Rahmen. Es gibt ja nicht nur diese 4 Bücher hier, diese, ja, 4 Buchregale hier. Oh, ich habe eins gefunden, das ich noch nicht kannte. Das war eben dieses Geräusch. Ja, ich denke, es ist nicht zweckdienlich, das vorzulesen, weil das viele von euch vielleicht gar nicht wissen wollen, was da steht. Und einfach nur die Story sehen wollen. Kassler Garkone, da komme ich jetzt nicht rein. Jo, und ich werde es auch bei diesen 4 Regalen belassen. Ihr seht, hier gibt es nochmal welches. Das zeppe ich jetzt nur mal ganz kurz durch. So, für Velayas Sammlung. Ihr seid Fürst Fürs neueste Assistentin, was? Könnten wir später reden?
Wenn ich diese Lampeninventur nicht fertig kriege, verfüttert Gascone mich an die Mechanoiden. Was soll ich dazu sagen? Besser dich als mich, Lampeninventur? Ja, Gascone muss wissen, wie sehr ich es liebe, Papierkram zu erledigen. Vor ein paar Tagen hat Sota Sil uns angewiesen, alle Lampen hier herauszureißen und mit weniger hellen zu ersetzen. Welchen Sinn soll das denn haben? Wer möchte denn schwächere Lampen? Also das muss eine wichtige Information sein, diese Lichtempfindlichkeit, weil die jetzt auch wieder drauf zu sprechen kommt. Was macht ihr mit den alten Lampen? Ein Haufen Faktoten hat sie auf einen Karren geladen und sie irgendwo im mechanischen Fundament ausgekippt. Hey, ich kenne diesen Blick. Wenn ihr umsonst eine Lampe abstauben wollt, könnt ihr euch die Mühe sparen. Gascone hat sie uns alle einschmelzen lassen. Und das ist nicht einmal das Schlimmste. Was? Was ist denn das Schlimmste? Die Hälfte der alten Schalter funktioniert nicht zusammen mit den neuen Lampen. Also mussten wir neue Schalter herstellen. Und die Hälfte der Schalter wurde dann falsch herum eingebaut, was bedeutet, dass wir jetzt alles nochmal machen müssen. Selbst die Faktoten wissen nicht, was sie treiben. Ja, das klingt wahrhaftig niederschmetternd, aber... Und von dem Bau der Lampen will ich gar nicht erst anfangen. Sota Sil hätte mit einem einzigen Fingerzeig die Fabrikatoren so einstellen können, dass sie die neuen Lampen bauen, aber stattdessen hat er verlangt, dass wir das machen. Habt ihr irgendeine Vorstellung, wie komplex die Fabrikatoren sind? Ich nehme an, Sota Sil, der möchte verhindern, dass euch langweilig wird. Na, das tue ich nicht, aber ich muss jetzt wirklich los. Viel Glück. Viel Glück. So, nächster. Die haben Sorgen, die möchte ich nicht haben. Also Sota Sil scheint im Augenblick ein bisschen schwierig zu sein. Ihr seid also die weit fürs neue Helferin, was? Pech gehabt, meine Freundin. Ich habe gehört, er ist ein unerträglicher Bastard. Aber wenigstens ist er nicht Sota Sil. Besser, man wird in einen Guar verwandelt, als dem Gott der Uhrwerke zu dienen. Ja, es stimmt. Es hat schon was für sich. Weil ich könnte ja jederzeit aufhören, für ihn zu arbeiten. Er muss mich also ein bisschen pfleglicher behandeln, als er das wohl gewohnt ist. Ihr arbeitet nicht gern für Sota Sil? Nicht mehr. Früher auf jeden Fall. Er war leicht zufriedenzustellen, weil er nie da war. Dieser Tage? Jede Nacht ändert er seine Meinung zu etwas anderem. Ständige Sitzungen, täglich neue Vorschriften, Anpassungen an den Faktotenpatrouillen. Es ist ein Albtraum. Ich weiß nicht, ist jetzt vielleicht die Stadt der Uhrwerke Teil der Europäischen Union? Weil in Brüssel geht's ja genauso zu, oder? Genauso bekloppt die Bande. Seid ihr euch sicher, dass es nicht schon immer so war? Ihr meintet, er wäre nie da gewesen? Vertraut mir, das ist beispiellos. Ich fürchte, irgendetwas stimmt mit seinen Verbesserungen nicht. Als hätte er Schwierigkeiten mit dem Regulieren. Er ist jemand völlig anderes geworden. Ich schwöre es. Bitte erzählt niemandem, dass ich das gesagt habe. Allen voran Gascone. Gotteslästerung kommt heutzutage nicht gut an. Nö, also Gascone erzähle ich es nicht, aber ich kann dir jetzt nicht versprechen, dass ich niemandem sage, Gotteslästerung. Ja, es kommt nie etwas Gutes dabei herum, schlecht von einem Gott zu sprechen. Früher hätte ihn das nicht weiter berührt. Gebt euch euren kleinen Lästereien hin, sagte er immer. Das Feuer des Zweifels macht aus Unwissen Dampf. Doch jetzt nicht mehr. Dieser Ort wird jeden Tag mehr wie Gramfeste. Tut mir leid, das zu hören. Ich sollte mich auf den Weg machen. Jo. Und ich sag dir mal, was so passiert, ist kein Gott. Richtig. Ich bin mir sicher, ihr habt für Fürst Für mehr als genug zu tun. Er ist gerade mal ein paar Tage zurück und begräbt euch sicher schon wieder unter Papierkram. Passt auf euch auf, meine Freundin. Jo, dann lebt wohl. Immer schön wachsam bleiben. Das war eine Anspielung auf Gothic 2 Velaya, das Leben einer Kriegerin. Ja, schließlich habe ich hier meine Velaya in Elder Scrolls Online. Ja. Eineinhalb Stunden läuft er noch. Bretonen zauberin. Ja. War übrigens eine tolle Mod, wenn ihr Gothic 2 habt und ihr wollt mal einen anderen Handlungsstrang erleben, dann installiert euch, also Gothic 2 Nacht des Raben braucht ihr dafür, dann installiert euch die Mod Velaya, das Leben einer Kriegerin, und ihr bekommt nochmal 5 Kapitel.
Das ist so umfangreich, dass man das schon fast als eigenständiges Spiel bezeichnen kann. Jo. Wenn ich jetzt schon drüber rede, ihr spielt dann in Gothic 2 das aus Sicht von Velaya durch. Und Velaya kennt ihr aus Gothic 1. Das war im Haus des... wie heißt er? Gomez. Im Haus von Gomez war das seine Konkubine, die immer in der Badewanne oder auf dem Bett lag. Und das Einzige, was sie sagen durfte, war, geht jetzt, ich darf nicht mit euch reden. Ja, und die hat in dieser Mod, hat die ihre eigene Storyline. Und da kommt auch meine Velaya her. Also ich fand die Geschichte so toll, so inspirierend, dass ich seitdem immer eine Velaya in meinen Spielen laufen habe. Da war doch vorhin noch, das wollte ich euch eigentlich gerade noch zeigen. Genau, ich bin mal still. Na gut, du Haufen Bolzen. Gehen wir es noch einmal durch. Was soll ich durchgehen? Das Inventar natürlich. Verstanden. Ich werde durch das Inventar gehen. Sovngarde soll mich holen. Na? Ich denke, der ist eine Endlosschleife. Ich wollte es euch nochmal zeigen. Wir können mit ihm sprechen. Ich habe so das Gefühl, dass mich dieses Faktotum mehr Geld kostet, als es mir einspart. Wo es doch so viele Kunden verscheucht. Also ich finde die Szene putzig. Also der nimmt alles wörtlich. Er sagt, gehen wir es noch einmal durch. Der fragt dann, wo durch? Und dann sagt er durchs Inventar und er versucht dann durch seine Waren zu latschen. Ich finde das putzig. Wollte ich euch nur mal zeigen. Gut, hier mache ich meinen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge.